Der Junge und der Reiher startet in den Kinos und ist der inzwischen vierte letzte Film von Regisseur Hayao Miyazaki. Eigentlich wollte er schon nach Prinzessin Mononoke in den Ruhestand gehen, um Platz für junge Talente zu schaffen. Ein zweites Mal ging er nach Chihiros Reise ins Zauberland in Rente, weil er nicht mehr an langen Filmen arbeiten konnte. Mit The Wind Rises kam 2013 sein wirklich letzter Film in die Kinos und jetzt startet Der Junge und der Reiher. Und es zeichnet sich schon ab, das wird nicht alles gewesen sein, Miyazaki arbeitet schon an seinem nächsten Projekt und niemand kann ihn aufhalten.